Das 103. Leipziger Derby der ganz besonderen Art. Die BSG Chemie Leipzig empfängt den 1. FC Lok Leipzig im Achtelfinale des Sachsenpokals. Und die Gäste, die haben ihre Fans heute zu Hause gelassen. Die bleiben in Probstheida und gucken das Spiel im eigenen Stadion, weil der Verein nicht bereit war, nur 500 Gästetickets anzunehmen. Die grüne Wand vorm Norddamm, eine unglaublich beeindruckende Choreo, die zeigt, dass man Gästefans nicht unbedingt braucht, um richtig Stimmung zu machen. Schiedsrichter der heutigen Partie ist Stefan Herde, der sicherlich versuchen wird, den Derby-Charakter einzudämmen. Und das ist schon ein leicht mulmiges Gefühl, ohne jegliche Unterstützung hier im Alfred-Kunze-Sportpark spielen zu müssen. Nichtsdestotrotz, die Gäste in den gelben Trikots von rechts nach links sind natürlich der Favorit in diesem Derby. Und der Favorit, der hat auch die erste Chance. Nils Gottschick dreht sich ein und schießt einfach mal. Aber dieses Schüsschen kein Problem für Julien Lattendres-Levesque und Kasten der BSG. Björn Joppe erwartet viel von seiner Mannschaft. Doch die erste richtige Chance, die hat Jimmy. Schöner Eckball von Heinze und Buri mit dem Kopfball, der knapp über den Kasten von Benjamin Kirsten geht. Christian Sobotka, mit ihm war ja endlich dieser Befreiungsschlag gelungen. Das 6:1 gegen Blau-Weiß Zorbau, das wollten sie mitnehmen ins Duell gegen Lok. Doch die kamen erstmal über die rechte Seite. Das ist Matthias Steinbord, schöner Schuss. Aber Latte, so wie die Fans ihn nennen, hat gut reagiert. Der Keeper hatte ja auch mal eine lange Zeit bei Lok gespielt. Nächste Chance für Lok. Pfeffer versucht es mal aus der Distanz. Aber die kreativen Lösungsansätze, die fehlten so ein bisschen bei beiden Mannschaften vor der Pause. Die Stimmung war natürlich trotzdem grandios. Beide Teams übrigens darauf bedacht, sich keine Fehler zu erlauben, keinen Gegentreffer zu kassieren. Und eben das sorgte dafür, dass sie sich eigentlich vollständig neutralisierten. Björn Jopp und Christian Sobotka haben beide in der Halbzeitpause daran gearbeitet, so ein bisschen Emotionalität ins Spiel zu kriegen. Und die kommt schon kurz nach der Pause, nämlich in dieser brisanten Situation. Das ist schön gemacht von Lattendres-Levesque, aber hier muss er aufpassen gegen Max Pommer. Die Gästebank springt auf und das vollkommen zurecht. Wir schauen nochmal drauf. Das war natürlich technisch fein gemacht, aber hier kommt Lattendres-Levesque wieder zu spät gegen Pommer, der den Ball schon wieder hatte. Glück, dass es keinen Elfmeter gab. Nächste Freistoßchance, diesmal von rechts, Paul Schinke mit einem guten Versuch. Und so langsam starteten die Chemiker eine Sturm- und Drangphase und die war wirklich gut. Buri mit der Flanke und Druschki verpasst und Heinze gleich mit. Sie können es nicht fassen. Ein weiterer Eckball, Daniel Heinze mit der Flanke und Karau! Für einen Moment blieb fast jedem im Stadion das Herz stehen. Was ein Kopfball und was eine Reaktion von Benjamin Kirsten. Super gemacht. Karau kommt vollkommen frei zum Zug. Und der Kapitän hat fast die Chance für den Führungstreffer. Noch einmal ein Eckball. Diesmal von der anderen Seite. Und im Rückraum, da lauert Kai Druschki. Auch der geht knapp daneben. Riesenchance, Riesenemotionalität, jetzt im Alfred-Kunze-Sportpark. Was macht Björn Joppe? Seine Mannschaft unter Druck. Sie muss jetzt unbedingt abliefern. Das machen sie jetzt gut. Das ist Panier auf Steinborn. 75 Minuten gespielt und der Führungstreffer für Lok. Da waren sie einmal reaktionsschneller. Da hat Jimmy einmal nicht aufgepasst. Und schon ist Lok da, wo sie sie haben wollten. Panier ist schneller als Kessler. Und Steinborn muss den nur noch verwandeln. Steht natürlich goldrichtig. Christian Sobotka kann es nicht wirklich fassen. Es wird noch schlimmer für die Chemie. Das ist Pfeffer. Hat frei von Lattendres-Levesque. Noch einmal die Chance. Aber der Kanadier kann den Ball parieren. Nichtsdestotrotz, Chemie blieb nicht viel Zeit und sie konnten sie nicht mehr effektiv nutzen. Chemie unterliegt Lok und sie ärgern sich, weil sie so nah dran waren am Gegner. Für Björn Joppe war der Sieg allerdings trotzdem verdient. Wir wussten, dass es ein ekliges Spiel wird. Derby ist Derby. Da glaube ich, ist auch egal, in welcher Liga man spielt. Man hat gesehen von Anfang an, sobald der Schiri angepfiffen hat, ging es hier um Leidenschaft. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, man hat sich in der ersten Hälfte so ein bisschen neutralisiert.
hat man nicht wirklich Derby-Stimmung gesehen. In der zweiten Hälfte haben wir es eigentlich gleich gemacht wie in der ersten Hälfte. Da kam ein bisschen Emotion dazu. Aber ich denke mal, am Ende war es verdient, aufgrund, weil der klare Elfmeter nicht gegeben worden ist, haben wir verdient gewonnen.